Hallo Leute. Dieses Video hier wird ein etwas anderes Video, nämlich eins, wo ich mehr als sonst erkläre, was in mir vorgeht. Oder besser vorging, denn es geht um einen Jahresrückblick auf 2018. Da habe ich natürlich überlegt, wie ich das überhaupt visuell umsetzen will, habe überlegt, über die Felder zu streifen, am Fluss entlang vielleicht noch leichte Pianomusik drunter zu setzen und theatralisch in die Ferne zu schauen, aber irgendwie bin ich das doch gar nicht. 2018 war für mich beruflich das wohl forderndste Jahr meines Lebens. Ich stand dieses Jahr über 60 Mal als Caster und Host für eine Online-Produktion vor der Kamera. Ich war 14 Mal Host von RAN eSport bei ProSieben Max. Ich habe über 30 Eventtage erlebt mit eSport-Veranstaltungen und Messen, habe 260 Videos auf YouTube hochgeladen und habe über 90 Mal auf Twitch gestreamt. Wirklich 90. Ich habe nachgezählt. Ich dachte auch, es war weniger. Das ist eine ganze Menge und darauf bin ich ehrlich stolz. Dieses Jahr habe ich fucking hart durchgehustelt. Aber es gab trotzdem Dinge, mit denen ich nicht zufrieden war. Allen voran YouTube. Und das liegt nicht nur an den Klicks, nein, es liegt vor allem daran, dass die Formate und Videos nicht wirklich die waren, die mich zufrieden machen. Es gab zu wenige Videos, auf die ich richtig stolz war, die du Mama, Papa, Oma, Opa, Freunden zeigst, wie zum Beispiel das Salzsturm-Spin-Off-Video. Stattdessen gab es viele einfache Formate, wie durchgequatscht und durchgelacht, was nicht schlecht sein muss, was aber irgendwie diese Kreativität, die ich in mir habe, gar nicht zum Ausdruck bringt. Das lag aber weniger daran, dass ich keine Lust auf YouTube hatte oder keine Ideen, sondern dass ich schlichtweg keine Zeit hatte. Oder, weil das eigentlich immer eine Lüge ist, meine Prioritäten einfach anders gelegt habe, nämlich auf andere Projekte. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen. Twitch und YouTube sind Projekte von mir. An diesen arbeite ich alleine. Niemand ist von mir abhängig und ich kann die Zeit so legen, wie ich sie eben legen möchte. Bei eigentlich allen anderen Projekten ist das nicht der Fall und davon gab es 2018 echt eine ganze Menge. Summoners Inn, beziehungsweise dieses Jahr hauptsächlich die Premier Tour, die Sin League und die ESL-Meisterschaft. Ich habe zwar auch Ligen wie die EU-LCS und internationale Turniere wie EU Masters, MSI und Worlds kommentiert, aber nicht in dem Umfang, dass ich sie hier aufführen würde. Dann gibt es fortlaufende Produktionen wie BAL oder RAN eSport, die sich nicht oder eben nicht nur um League of Legends drehen. Diese kosten in der Vorbereitung meist mehr Zeit, weil ich bei League natürlich viel mehr drin bin als bei CSGO, FIFA, Fortnite oder PUBG. Hinzu kommen dann Twitch- und YouTube-Projekte wie Dodo Wars oder natürlich auch das Spandauer Inferno. Die haben meist intensive und weniger intensive Phasen. Dodo Wars war ja zum Beispiel nur 2 bis 3 Monate und beim King of Spandau ist es ja auch immer so, dass wir eine Off-Season haben. Außerdem gab es dann auch noch Projekte, wo ich mit Kunden direkt zusammengearbeitet habe, wie Stats of Doom, die OM Series oder die OM by HP Masterclass. Bei solchen Projekten ist es mir wichtig, dass ich bei der Konzeptionierung dabei bin, damit ich eben voll hinter diesem Projekt stehen kann. Bei Stats of Doom entwickle ich zum Beispiel alle Challenges selbst und auch bei der Masterclass auf der Gamescom kamen alle Themen von mir. Zu guter Letzt sind da noch Herzensprojekte von mir, wie zum Beispiel den E-Sport in die breite Öffentlichkeit zu tragen, weshalb ich an Panels teilnehme und vor Studenten und Politikern gesprochen habe. Wenn nun einige intensive Phasen der Projekte übereinander fallen, ich krank bin oder gerade Messen stattfinden, dann spare ich zuerst immer bei YouTube und bei Twitch. Denn da arbeite ich nicht mit einem Team zusammen. Da schade ich kein Projekt, wenn ich kürzer trete. Da schade ich am Ende nur mir selbst. Und das klingt jetzt erstmal traurig. Aber, und das ist ganz wichtig, das waren alles bewusste Entscheidungen. Man stolpert nicht einfach so ein Projekt rein und sagt, opala, da bin ich auf einmal im Fernseher. Oh, warum kommentiere ich denn jetzt hier Battle Royals? Ich habe super hart dafür gearbeitet, an all diesen Dingen teilhaben zu dürfen. Aber ein ganz wichtiges Prinzip für mich ist, dass jeder, der mit mir in einem Projekt arbeitet, weiß, dass ich zu 100% meine Leistung bringen werde. Wenn ich platt bin und deswegen nur bei 80% bin, dann gebe ich eben 125%, damit ich doch 100%ig da bin. Und das mag auf den ersten Blick jetzt erstmal ungesund wirken, aber wenn ich so krank bin, dass ich nicht auf 100% powern kann, dann melde ich mich krank. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel das Worlds-Finale verpasst, weil ich eben nicht 100% hätte geben können und glaubt mir, das hat verdammt wehgetan. Aber auf den Premier-Tour-Events, auf der Gamescom, da hatte ich wirklich Schmerzen und ich war trotzdem voll da. Und von diesen Schmerzen wegen diesem verdammten Zeh erzähle ich euch dann nicht. Nicht, weil ich nicht will, dass ihr mein Leben teilhabt, sondern weil ich nicht will, dass da unten einer steht und sagt, oh, na gut, das war jetzt nicht die beste Show, aber er ist ja krank. Wenn ich da bin, bin ich voll da. Punkt, aus, Ende. Offline ist mir das dieses Jahr, denke ich, auch immer gelungen. Bei dem einen oder anderen Projekt war ich aber in der Planung oder online nicht in allen Phasen immer voll da. Und das tut mir leid. Und das liegt daran, weil die Zeit am Ende nicht gereicht hat, weil die Prioritäten anders lagen, weil auch ich einfach Grenzen habe.
Aber nochmal, ich bin unglaublich dankbar, dass ich an all diesen Projekten mitwirken durfte. Mehrere Spiele zu kommentieren macht mich sehr glücklich. Die Entwicklung der deutschen League-Szene mitzubekommen ist einfach geil. Und jedes Offline-Event ist ganz ehrlich wie ein Klassentreffen. Und selber mit dem Spandau Inferno in Berlin vor 2000 Leuten nochmal auf der Bühne gezockt zu haben, verschafft mir jederzeit Gänsehaut. Die Auftritte bei der Games Week oder auch beim ZDF Morgenmagazin waren genau solche Momente, auf die ich eben stolz war. Die oben bei HP Masterclass oder auch das Interview mit Max Schäfer auf der Gamescom waren absolute Highlights für mich. Und wenn mir jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass wir hier bei uns in Spandau ein wöchentliches E-Sport-Magazin für ProSiebenMax produzieren würden, wo Knochen und ich Host sind, ich hätte ihn wahrscheinlich einfach ausgedacht. Das alles hat 2018 für mich zu einem Jahr gemacht, auf das ich unfassbar stolz bin. Und trotzdem wird sich für 2019 sicherlich etwas ändern. Nicht, weil 2018 ein schlechtes Jahr war, bei weitem nicht, sondern weil sich bei mir auch einfach eine Sehnsucht nach gewissen Projekten entwickelt hat. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Bock ich auf neue Formate auf YouTube habe. Und so wird die größte Änderung wohl einfach eine Änderung in den Prioritäten sein. YouTube und Twitch liegen nicht mehr unten vergraben, sondern obendrauf. Damit ich aber weiterhin meinen Prinzipien treu bleiben kann, wird sich die Menge der Projekte wohl etwas reduzieren. Mehr dazu gerne aber nochmal in einem anderen Video, wenn ihr wollt. Und wenn ich jetzt so zum Abschluss komme, dann muss ich mich doch nochmal zeigen, denn ihr da draußen, genau ihr, die mir auf YouTube die Treue gehalten habt, ihr kamt in 2018 am meisten zu kurz und das tut mir ehrlich leid. Deswegen möchte ich mich ganz besonders bei euch für euren Support in 2018 bedanken und ich verspreche euch, in 2019 werde ich es euch leichter machen. Und wenn wir schon bei Danke sind, dann bedanke ich mich beim ganzen Influencer-Management-Team bei Freaks4U Gaming. Ganz besonders bei Marleen, die nach sehr, sehr kurzer Zeit schon eine echte Hilfe geworden ist. Und Grüße gehen natürlich raus, auch an Henning, der das Unternehmen verlassen hat, mit dem ich allerdings davor sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Danke auch an meinen Community-Cutter, der in den letzten Sekunden, gerade wenn es hektisch wird, irgendwo noch mal ein Video ausgraben muss. Du hast dich in 2018 echt deutlich verbessert. Danke an Knochen, der hier bei Freaks so ein kleines Vorbild für mich ist, mit dem ich zusammen ja die Show bei ProSiebenMax mache. Und natürlich auch an Tim, der mir immer wieder wichtige Tipps fürs Fernsehen gibt. Danke natürlich auch an meine Kollegen vom Marketing-Department, die mich dieses Jahr sehr, sehr gut vermarktet haben und mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Danke auch an meine Influencer-Kollegen, die irgendwie auch alle meine Freunde sind. Ganz besonders an den Nervigsten der Bande, an Maxim. Du nervst mich wirklich absolut schrecklich viel, aber ich hab dich wirklich, wirklich gern. Zu guter Letzt nochmal ein Dank an all meine Partner, allen voran natürlich oben bei HP, Red Bull und Epic World. Mary und Wally, ihr kriegt nochmal extra Grüße, ihr seid wirklich, wirklich nett. Und natürlich nochmal ein Dank an meine Freundin, an meine Familie und an meine Freunde, die dieses Jahr vielleicht etwas zu kurz gekommen sind. Und dann nochmal ein Danke an alle, die das alles hier irgendwie möglich machen. Diesen Job, dieses Leben. Denn auch nach 3 Jahren Berlin ist das hier immer noch ein Traumjob. Vielen Dank.